Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und heute gibt es einfach mal eine Folge Real Talk in Anführungszeichen hier auf meinem Kanal. Das Wetter ist bombastisch, ich sitze ein bisschen auf dem Balkon und dachte, ich spreche einfach mal ein paar Sachen an, die mir ja in letzter Zeit öfter mal als Frage zum Beispiel bei Facebook gestellt wurden. Ja, immer wieder erreichen mich bei Facebook oder bei YouTube Fragen und Kommentare, wie denn meine Pläne aussehen für Thailand 2020. Und ja, die Frage habe ich eigentlich schon oft auch beantwortet, gerade in den Livestreams. Geplant war für dieses Jahr im Herbst nach Thailand zu fliegen, meine Frau und ich. Allerdings war noch nichts gebucht oder so. Und aufgrund der aktuellen Situation und wie das alles so aussieht, gehe ich einfach davon aus, dass das dieses Jahr nichts mehr wird. Ihr habt das ja selber alles mitbekommen, also auch diese geplanten Reiseblasen, die mehr oder weniger geplant waren, sind auch erstmal auf Eis gelegt worden. Also da ist erstmal keine Hoffnung in Anführungszeichen in Sicht und von daher gehe ich leider mittlerweile davon aus, dass es dieses Jahr nichts mehr wird. Ja, so im März, April war ich da noch ganz guter Dinge, dass das Ende des Jahres noch was wird. Aber mittlerweile bezweifle ich, dass dann doch eher ist, wie es ist. Kann man nicht dran ändern. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass wir im Februar noch in Thailand waren. Ich war 2,5 Wochen dort. Meine Frau war sogar etwas über 4 Wochen in Thailand gewesen. Und somit hatten wir unseren Urlaub dann quasi auch schon. Und das war dann auch völlig okay. Und somit ist es jetzt in Anführungszeichen nicht ganz so schlimm, Wenn es dieses Jahr dann nicht mehr klappen sollte. Und wir sind ganz froh, dass wir auf jeden Fall vorab nichts gebucht haben. Keinen Flug, kein Hotel oder sonst was. Viele haben natürlich auch schon ihr Geld wiederbekommen, die jetzt in diesen letzten Monaten verreist wären. Aber ich glaube, das wäre alles nur eine Bibber-Aktion geworden. Man würde immer nur hoffen, warten und nee, da bin ich froh, dass wir da auf jeden Fall noch nichts gebucht haben. Und wir warten einfach ab, bis es ja, wieder weitergeht. Was will man auch sonst machen, ne? Wenn sich aber aus irgendwelchen Gründen natürlich irgendwas ändern sollte, dann sind wir natürlich gerne bei einem Urlaub nach Thailand in diesem Jahr auch wieder dabei. Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass das aus irgendwelchen Gründen was wird. Ja, kommen wir einfach mal direkt zum nächsten Thema, zu meinem YouTube-Kanal. Sorry, wenn ich manchmal so ein bisschen grimmig gucke, aber die Sonne blendet doch etwas. Ja, ich ging Anfang des Jahres, als ich diesen Kanal gegründet habe, was heißt Anfang des Jahres, im April, ging ich davon aus, dass wir dieses Jahr noch nach Thailand können und ich dementsprechend auch Videos in Thailand selber für den Kanal hier drehen kann. Ja, haben wir ja gerade drüber quasi gesprochen. Das wird wohl dieses Jahr nichts mehr. Ich versuche dennoch regelmäßig Content zu bringen in Form von News, in Form von Restaurant-Reviews oder sonstig irgendwas, was mit Thailand, Asien zu tun hat oder auch einfach mal hier so ein Video ein bisschen talken. Genauso wie die Livestreams, die werden weiterhin stattfinden. Da hat sich auch schon eine beachtliche Community entwickelt, die da regelmäßig reinschaut. Mir macht das immer noch Riesenspaß. Ihr wisst ja, ich mache das eher als Hobby. Ja, aus Liebe zum Spiel kann man sagen. Diese Facebook-Gruppe Thailand Neuigkeiten, Tipps, Bilder und Erfahrungen, die habe ich ja vor über 5 Jahren gegründet. Und mir macht das einfach Spaß, über Thailand zu sprechen, Dinge über Thailand zu recherchieren und. Deswegen mache ich das. Ich kann mich da auch immer nur wiederholen. Ich mache jetzt hier nicht einen auf Reiseguru oder sonst was. Das ist immer alles einfach ein entspannter Talk unter Thailand-Urlaubern, Expats oder Thailand-Fans oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, diese Videos werden weiterhin kommen. Mir macht das weiterhin viel Spaß. Die Community ist rasant gewachsen. Das Feedback ist auch sehr gut. Ich bin da sehr zufrieden mit. Auch werde ich weiterhin versuchen, gewisse Fragen, die auf Facebook immer mal wieder auftreten, in meinen Videos zu bearbeiten oder manche Umfragen, die ich dann auch selber manchmal starte, versuche ich dann in Videoform für euch hier irgendwie hochzuladen. Ja, und mal schauen, welche Form von Videos man da sonst noch so machen kann. Wir gucken einfach mal. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, was bleibt zu sagen? Ich genieße jetzt hier den Tag, blauer Himmel 1A. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Uns geht es auf jeden Fall Gott sei Dank gut. Haltet irgendwie die Stellung und ich bin mir sicher, ehe wir uns versehen, können wir auch schon wieder einen schönen Urlaub in Thailand machen. Passt weiter auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, liked die Videos und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Chris. Ciao, ciao.